machst du hier? Film, bevor ich nicht mehr kann. Ich film schon. Ja, ich film auch. So ist das. Was, willst du alles abschneiden? Was? Das macht der Junge. Was wünschst du dir? Abgesehen vom Sag, ich hasse dich oder ein Flugticket. Ich sagte, abgesehen vom üblichen. Ist ja echt ein Kind, ja. Ja, ne. Für einen Bandscheibenvorfall im Nackenbereich. Er scheint einfach mit Papier da durch. Gar nicht feierlich. Ah! Das kannst du doch vergessen. Was machst du, Junge? Ich werde nicht jünger und der Hört doch auf! Das ist sehr wach, Alter. Jedes seine Jahre aufsehen. Zieh dran. Unser Weg ist vorgezeichnet. Das ist alles wie bestaut. Scheiße! Du kannst doch die Haare nicht immer so gerade abschneiden. Was machst du, Junge? Ist gut. Ey, du nimmst gleich mal. Ah! Was soll ich denn schon? Das sind ein bisschen Ich weiß schon. Es ist ja nicht nur der Schmerz, es ist ein richtiger Bandscheibenvorfall. Die gesamten Schultermuskeln sind im Eimer. Das ist ein einziges Narbengewebe. Siehst du, ich muss mal wieder eine Mütze aufziehen. Ich glaube, du musst echt wieder eine Mütze aufziehen. Nein, das sieht echt gut aus. So schön mit der Arbeit, ne? Oh doch, ich muss jetzt Stufen. Geil, White Style immer so. Ja, meine Freak-Frisur, das sind mir den Rechner nicht mein. Ah, was machst du, Junge? Denn in meinem Inneren weiß ich, dass er mein Fleisch ist. Das ist ja einzigartig. Jetzt muss man doch ewig bleiben. Sorry. Junge, zieh doch nicht rein. Ist anders hier. Am anderen Ende des Hafens plagen Skipper Phil Harris Sorgen um sein Schiff, das nicht mehr seetüchtig ist. Keine Ahnung, was passiert ist. Also ich hätte nicht. Smooth. Die Cornelia Marie muss ins Trockendock geschleppt werden. Sag mal, Janji, was irgendwie sieht gut aus. Ja, ist okay. Ja, doch hinten ist echt gut jetzt. Ich weiß halt nicht, wie er es vorne machen will. Ich muss es auch so. Ich auch nicht. Was? Scheiß Küchenschere. Eine Patschschere. Ich würde halt die Seiten kürzer machen. Immer, ja. Also erst die Seiten ich schneiden. Ich muss sehr ein bisschen. Das sieht echt gut aus hier. Keine Ahnung, wie schlimm es ist. Jedenfalls schlimm genug. Machst du die Spitze rein? Ich weiß nicht mal. Ja, noch die Wertschöpfung. Wir schneiden gerade schon ein paar an. Das wird übel für mich. Ey, betreib halt. Das sieht gut aus. Nein, da oben nicht so viel. Salle. Ich meine gar nicht. Mach ich doch gar nicht mit Schneiden, als weg. So sparen sich die 5 Euro. Ich sag, am Ende muss ich trotzdem noch 5 Euro zahlen, damit sie in den Glas fallen. Was machst du? Das sieht gut aus. Nee, es kommt wirklich gut hin. Na gut, okay, wir müssen hin. Aber ich find's nicht schlecht. Wie schön ist das? Ich mach jetzt erstmal grob und dann nachher fallen mir dann noch ein paar Haare drauf. Da musst du erst noch einen rauchen. Ja, dann gehen wir mal die Bombe. Mach mal hier so um die Ohren rum. Ja, ja. Beste Profi. Deinen Kopf rauchen. Boah, Alter. Das bedeutet Minus. Ja, doch, sieht sogar gut aus. Ja, aber wenn du es hinten lang lässt, also ich würde es anpassen. Oha. Ja, hey, warum sieht das gut aus? Das sieht gut aus. Chill, jetzt hört mein Gesicht wieder. Oh, das machst du, Alter, doch für Hure. Nein, das ist doch, das sieht wirklich gut aus.
Ich gebe mir unsere Friseurstand eine Minute. Eine Minute Glatze, ey. Ich schwör's dir. Das kriegt man auch nicht. Auf der Nordwestern. Hier ist natürlich. Er schneidet grob ab. Wie soll er das noch fein machen? Ja, am Ende hat. Ja, am Ende. Das sieht scheiße jetzt schon aus. Nee? Okay, die Nutze auf. Warte, ich rede. Du bist gleich da. Das wird echt gut. Musst du aufhören? Er gehört zur Familie, das stimmt schon. Aber sobald man sich auf so ein Schiff begibt, setzt man seinen Fischerhut auf und dann geht's nur noch ums Fischen. Die Anspannung steigt. Sieht gut aus, Mart. Halt's, Mart. Du hast keine Ahnung. Schick muss abwarten. Ich muss sonst nicht bei mir sagen, der Friseur. Der geht auf Friseur aus. Unterdessen auf der Wizard. Viele Leute sterben, weil sie daneben treten. Also hinten wird's echt lang. Kapitän Keith hat wieder mal einen neuen Mann angeheuert. As far as den Job angeht, ich hab nur Ahnung, was auf mich zukommt. Das ist der 35-jährige Paul Upgrade. War das gut? Ein gutes Erwachen geben. Ich habe ihn ausgewählt, weil ich denke, dass er das Zeug dazu hat. Er ist körperlich fit. Ich habe immerhin einen 4000er mit ihm bestiegen. Außerdem ist er jemand, von dem ich glaube, dass er den Job gern langfristig machen will. Wir werden Spaß mit dem Greenhorn haben. Geh mal hoch. Die meisten Greenhorns, die sich bei uns versuchen, taugen nichts. Wie viele hatten wir schon, bis wir ihn rausgepickt haben? Da waren Guy, Moy, Cooper, Moller, Hast du noch Josh, der hier gar nicht klar kam? Aber Josh hat es auch nicht funktioniert. Du musst auf jeden Fall die Seiten noch kürzer machen. Oben ist eigentlich schon okay. Ja, genau das. Pass auf, dass du nicht jetzt Ohr schneidest. Ja, das sieht echt gut aus. Ich muss nur noch hier und hier ein bisschen. Der schneidet einfach. Schau nicht, er schneidet einfach. Ich hoffe, dass es gut wird. Hast du eine geile Schwester? Hast du eine geile Schwester, oder? Ja, ist die geil? Ein anderes Schiff macht sich. Oh, er hat Pix drin, ey. Die Kodiak. Sind die Körner ausgerichtet? Natürlich. Hier muss sich der Kapitän persönlich beweisen. Diesmal fahren wir raus und müssen mit über 50 Tonnen Karten zurückkommen. Der Druck ist enorm. Das ist gut. Huge. Hey, kein Problem, Mann. Ah! Das war ein Problem. Oh, das hat wegen. Ja, hat's. Hast du ins Ohr geschnitten? Ja, ja, von den Armen gegriffen. Der hat alles geschrieben. Oh ja. Drecksäcke! Bei euch bekomme ich noch einen Herzinfarkt. Hey, anybody tell you? Das hier ist die Tankstelle. Die Königskrabben-Saison verlief für Bill Wikowski alles andere als zufriedenstellend. Aber, sollen wir mal umdrehen? Du hättest jemanden umbringen können. Die Fangzahlen waren katastrophal. Und die Crew begann zu meutern. Jetzt halt mal die Luft an, lehn dich nicht gegen mich auf. Sorry, tut mir leid. Doch nun ist er zurück. Sieht aus wie Maradona. Ja, ein bisschen. Drei neue Crewmitglieder sollen die Störenfriede. Nicht du, der Typ im Fernsehen. Du kennst nicht bewegen. Guck mich an. Nicht bewegen, guck ihn an. Ich würde die Seiten trotzdem noch kürzer machen. Das ist halt nicht so über die Ohren. Hier muss nichts mehr. Hier, gell? In der Freizeit muss man ihn an die kurze Leine nehmen. Es gibt keine Wahl, ich muss das nicht. Für ihn ist das gut. Das ist nur die Seite. Und hier im Nacken die Haare muss ich auch noch. Er hat früher schon 4 Jahre lang für mich gearbeitet. Alles Zeit. Denk mal, er ist da. Schön, als er noch der wilde Bill war. Das ist ja bestimmt immer noch. Man wird bekloppt geboren. So, yeah. Aber er ist ein feiner Kerl. Schneid die ganz weg. Ich bin bereit, wir kommen los. Zeit zum Rumtrödeln haben wir ohnehin nicht. Auch die Hillstrands sind mächtig im Stress. Change Öl wechseln, Sprit kaufen, ein paar Reparaturen vornehmen, Sabroke. Doch Zeit für einen Streich bleibt immer. Ja, ist gut, dass ihr beide da seid. Ich hab was vor. Ich sage, wir haben den ganzen Tag hier nichts Normales an, gell?
Doch, als ich geschlafen habe. Die Rache ließ nicht lange auf sich warten. Und auch dieses Jahr will Jonathan der Kette rauchenden Northwestern Crew eins auswischen. Edgar raucht wieder. Ihr fahrt rüber, klaut ihre Zigaretten, aber lasst die Kartons da. Eine Stange pro Karton könnt ihr drin lassen. Wir haben den Kram unter der Treppe gebunkert. Aber lasst euch mit dem Zeug nicht erwischen. Ich nehme die Zigaretten dann und gebe sie einem Kumpel in St. Paul. Ein $1,000-Shake gibt es als Entschädigung dazu. Das ist wirklich böse. Immer noch Rache wegen der Jacke? Ja, bekommt ihr das hin? Aber passt auf, die Jungs sind nicht dumm und kriegen mit, wenn was nicht stimmt. Okay, guck mich an. Hoch. Hier noch den Zipfel. Ich fahre jetzt also von der Time-Bandit zur Northwestern, um ihm die Zigarette. Hey, was machst du? Das ist ein nachträglicher Kunst. Attack. Kunst. Die Captain Jonathan gestohlen haben. Wohnstellung vor. Sag mal, jetzt hör mal auf. Guck an. Okay, warte. Okay. Gar nicht, ich bin ja nur schlecht, die Zigaretten zu klauen. Wo tun wir denn der Schatz? Komm mal hinten, oben. Ich sah da hinten, und hier die Haare. Das kann man auch mit dem einen Rasierer da machen. Ah, oh. Schnell, jetzt mal die Haare aber wir sind honest, eine Stange pro Karton bleibt hier. Wir hatten gestern Abend Lasagne, Lasagne zum Frühstück heute. Eigentlich gibt's immer Lasagne. Darüber müsste ich mal nachdenken. Ich find's wirklich gut. Der Captain wird stolz auf mich sein. Ja. Zeig mal.